die Kirche der Madonna der Palme liegt am Rande des Ortskerns von Palmarigi und trägt den Namen der Schutzpatronin der Ortschaft. Man weiß nicht genau, wann sie erstmals errichtet wurde. Bis 1569 war sie die Hauptkirche der Gemeinde. Sie wurde 1751 wahrscheinlich infolge eines Zusammenbruchs wieder aufgebaut. Die äußere Fassade ist sehr schlicht und das einzige wichtige Dekorationselement ist das große Fenster, auf dessen Seiten zwei Nischen mit den Bildern Heiliger Therese von Lisieux und Heiliges Nikolaus von Myra eingearbeitet sind. Auch das Eingangsportal ist sehr schlicht. Auf dem Stützbalken steht eine Aufschrift, die an das Wiedereinrichtungsjahr und die Widmung der Kapelle erinnert. Das Innere der Kirche ist nicht sehr groß. Es besteht aus einem einzigen rechteckigen Kirchenschiff und einer Decke mit prächtigen Sterngewölben mit zierlichen Dekorationselementen. Der Hauptaltar im Rokoko-Stil beeindruckt dank seiner ausgefeilten Pracht und trägt in der Mitte ein altes Bild der Palmenmadonna. Er ist ganz aus Tuffstein und mit Statuen und mit Friesen von besonderem Wert verziert. Es handelt sich um eine echte Perle, bis ins kleinste Detail anzusehen. Neben der Statue der Madonna mit dem Kind stehen die Heiligen Thomas von Aquino und Vincenzo Ferreris.